Auf der Heimreise vom Weihnachtsmarkt entzündet sich auf der Autobahn 1 südwestlich von Bremen ein Reifen eines Reisebusses. 56 Fahrgäste sind an Bord, das Feuer greift um sich. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig. Auf der Autobahn 1 im Landkreis Diepholz ist ein Reisebus mit 56 Fahrgästen in Brand geraten. Die Reisenden aus dem Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen waren am Samstagabend auf dem Rückweg vom Bremer Weihnachtsmarkt, als ein hinterer Reifen Feuer fing, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Busfahrer lenkte sein Fahrzeug bei Sturz sofort auf den Standstreifen und ließ die Fahrgäste aussteigen. Kurz darauf breitete sich das Feuer auf weitere Teile des Busses aus. Die Polizei vermutete, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte. Die Höhe des Sachschadens schätzten die Beamten auf rund 80.000 Euro. Auf der A1 staute sich anschließend der Verkehr auf einer Länge von 4 Kilometern, als im Zuge des Einsatzes die Strecke vorübergehend in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt werden musste. Die 56 Fahrgäste konnten den Unglücksbus unversehrt verlassen und wurden anschließend von der Feuerwehr zum Gerätehaus im nahegelegenen Großebener gebracht. Von dort setzten sie später ihre Fahrt in die Heimat fort. Quelle: nbindestrichtv.de